Hallo Fische, wie geht's? Ich bin Phoenix und ich bin sehr dankbar, wieder bei dir sein zu dürfen. Ich möchte gerne mit dir zusammenschauen, wie die Energie für dich für kommende Woche steht, ja? KW 39. Schauen wir mal jetzt zusammen, Fische. Hintere den Deck vier Stäbe. Deine Energie ist interessant gerade, Fische. Du merkst ja, ich bin extrem ruhig geworden, ja. Also schauen wir mal jetzt halt. Aber du siehst ja, also hintere den Deck ist vier Stäbe. Vier Stäbe, du siehst hier Menschen, die feiern, ja. Ist auch eigentlich eine wichtige Karte. Also die Nummer vier Stäbe. Spricht auch für diese Nummer 1111, ja, eine sehr wichtige Nummer, kannst du über Internet als Engelnummer suchen. Das spricht hier auch für die Familie, man feiert, man hat Spaß oder irgendeine Situation, es kann wie gesagt mit einer Hochzeit zu tun haben, mit einer Taufe, es gibt hier einen Grund zum Feiern oder es ist eine schöne Stimmung hier und das ist, was ich hier habe halt. Ja. Interessant ist, was ich auf dem Tisch habe. Übrigens, die Mäßigkeit, Sternzeichen Schütze, kommt oft das momentan vor. Sternzeichen Schütze, auch für deine größere Legung, diese Legung für den Monat Oktober. Von gestern kam Sternzeichen Schütze sehr oft und muss ich dazu sagen, ja. Also, fünfte Schwerter, fünfte Schwerter, zwei der Schwerter und siebente Stäbe, Fische. Die Energie ist natürlich minimum interessant. Ja? Also, weil das hier für mich spricht schon für einen irgendwie ein Gefühl von, ich muss mich verteidigen, ja? Ich verteidige mich tatsächlich. Und das hat mit mehreren Personen zu tun. Ja? Das ist jetzt natürlich, es kommt jetzt auf deine Situation drauf an, Fische, weil für dich kann das hier perfekt Arbeit sein. Dass du sagst, ja, diese Situation habe ich bei mir auf der Arbeit. Diese Konflikte, die habe ich auf der Arbeit. Es kann mit deiner Familie zu tun haben. Du weißt ja, also das musst du selber wissen. Aber die Energie, die ich hier habe, ist tatsächlich eine Energie von, ich verteidige mich, ja. Ich verteidige mich tatsächlich, ja. Ja. Und sogar. Ich schütze mich, also ich schütze mein Herz, ich schütze meine Gefühle, ich schütze meine Integrität, meine Person irgendwie. Ich schütze mich von Menschen, die. Also das Gefühl wäre sogar hier, Menschen reden über dich. Das ist einfach, ne? Also wir alle können ja reden, ja. Ich kann auch reden und sagen, was ich will.
was ganz anders ist, ob ich Recht habe oder nicht in dem, was ich sage. Oder überhaupt, ob ich das Recht habe, über eine andere Person zu reden, die ich sehr wahrscheinlich gar nicht kenne. Oder die, ja, es ist immer sehr einfach zu kritisieren. Andere Menschen zu kritisieren ist ziemlich einfach. Ne? Es ist aber nicht fair. Ja, es ist überhaupt nicht fair. Ja, weil am Ende ich weiß nie, wie, was für ein Leben diese andere Person schon hinter sich hat. Welche Leiden, also wie leiden musste und so weiter. Es ist manchmal traurig, wie wir Menschen sind. Es ist extrem traurig, ja. Also es ist, wenn ich mir wirklich durch den Kopf gehen lasse, ist extrem traurig, dass man über Menschen reden kann, nur weil man irgendetwas gehört hat oder etwas erfahren hat, was weiß ich wie. Und ohne wirklich den Gewissen zu haben, was diese Person hinter sich alles schon hat und was für ein Leid diese Person hinter sich hat. Und wir reden. Egal wie es sei, Fische, ich sage dir jetzt eine Sache, ich spüre hier eine dubiose Energie. Also Minimum ist das hier jetzt dubiose. Und ich sage dir, das hat nicht nur mit einer Person zu tun. Also das heißt, das hat nicht mit dir und mit noch einer Person zu tun. Eigentlich nicht. Ich sehe hier mehrere Menschen. Ne? Und Menschen, die gemeint sind, also richtig gemeint reden und nicht fair sind. Ja, gemeint sind, tatsächlich. Ich hole mir mehrere Karten, Fische. Auf den Würfeln kam Sternzeichen Löwe. Sternzeichen Löwe und die Nummer 6. Ja? Ich muss dir aber eine Sache sagen, zeige ich dir gleich. Aber die Karten, die ich hier habe, synchronisieren sich sehr gut mit meinen Karten, die ich selbst gebastelt habe, weißt du? Also es gibt eine dubiose Energie hier und ich weiß nicht, ob du damit in Resonanz kommst. Ja? Ja. Hinteren Deck, sechste Münzen. Fische, jemand trägt hier, wow, ich bin gerade, mir ist ein bisschen schlecht. Jemand trägt hier eine Maske, Fische, und entweder weißt du, wer die Person ist oder sonst, ich weiß auch nicht. Schau mal, von meinen Bildern kam auch eine Maske. Also. Dass jemand hier eine Maske trägt, das kannst du mir glauben. Also das kannst du mir glauben. Für eine Gruppe Sternzeichen Fische spricht es aber für dich selbst, ja? Weil die Legung kann sich ja spiegeln. Von da aus jeder für sich, ja? Aber jemand trägt hier eine Maske. Ja. Ich spüre hier eine Gerechtigkeit. Die Karte das Gericht und sechste Münzen. Die Karte, das Gericht und sechste Münzen. Also, die Beurteilung ist da. Jeder bekommt, das ist Karma. Fische, das ist Karma pur hier. Das ist Karma pur, ja. Das ist das Wort hier, Karma pur. Und ja, natürlich, jeder bekommt, was jeder verdient. Also, das können wir nicht ändern. Es ist so. So sind die Normen und so ist es. Ja. Starke Energie, Fische, ich weiß auch nicht. Wir sind ja auch nicht perfekt, ne? Schau mal bitte jetzt in der Mitte Ass der Stäbe. Also Ass der Stäbe deutet ja auf eine neue Situation. Das spricht für sehr viel Leidenschaft. Ja, also sehr viel Leidenschaft,
in eine Situation, eine Person und so weiter. Es spricht auch für eine Person, die sehr sexuell ist, in manchen Fällen, ja. Also eine Sexualität könnte man hier sehen, ja. Schau mal bitte jetzt hier. Also die Karte der Tod, Ast der Stäbe und die Karte die Sonne. Zwei wichtigen großen Arkana. Sternzeichen Skorpion, Sternzeichen Löwe. Sternzeichen Löwe, habe ich dir ja gesagt, ist auf den Würfeln. Sternzeichen Löwe. Also in dieser Kombination hier habe ich schon, man könnte hier doch über eine Sexualität reden. Und das ist jetzt verschieden für uns allen, aber ich sage dir, was ich hier habe. Ja. Ja, eine Sexualität. Ist das irgendwas Böses dabei? Nein, es kommt natürlich auf die Situation drauf an. Wir wissen ja, oder? Wir wissen es ja, dass wenn ich zum Beispiel in eine Dreierbeziehung bin, ja, es ist ja klar, dass diese Sexualität in manchen Fällen sogar Tabuthema sein kann, ja, weil ich natürlich in eine Dreierbeziehung bin. Das heißt, ich bin verheiratet und es gibt eine dritte Person in meiner Beziehung. Oder ich bin mit einer Person zusammen, die verheiratet ist oder in einer Beziehung ist. So eine Situation ist hier. Es gibt hier eine starke Anziehung. Das muss ich dir schon sagen. Eine starke Anziehung. Ja, das macht Freude, das macht mich glücklich. Ja, also es ist irgendwie so ein Gefühl hier. Es kann sogar auch eine, es könnte hier Altersunterschied geben. Ja. Also hier habe ich auch so eine Situation, also eine Situation, wo man hier eine wichtige Entscheidung treffen muss. Ja? Es gibt hier eine Entscheidung zu treffen, tatsächlich. Also die Nummer 2 der Schwerter deutet immer auf zwei verschiedene Situationen. Aber die Nummer 2 der Schwerter ist auch sehr radikal, ne, die Karte. Also das ist ein Schluss, aber ziemlich radikal. Also Schluss. Ja. Und ist kompliziert. Also die Karte ist schon kompliziert. Denn eine Energie hier ist langsam. Ist langsam aus verschiedenen Gründen. Wir haben sogar schon über eine familiäre Situation gesprochen, ja. Das kann ein Grund sein, warum die Situation langsam ist. Oder sonst die Arbeit. Aber wie gesagt, eine bestimmte Situation hier zeigt sich langsam. Aber diese Leidenschaft, diese starke Anziehung ist halt da. Wir blockieren, also jemand blockiert hier, Fische. Eine Person blockiert und das ist schon mal sicher. Das kannst du sein, weil du mit einer bestimmten Situation hier nicht einverstanden bist, nicht mehr dich glücklich fühlst oder weil du oder die andere Person oder weil du mit so einer Person zu tun hast. Sternzeichen Waage ist hier. Waage, ich habe hier, wie gesagt, Skorpion, Löwe, Waage, Zwilling, Fische wie du. Stier, Skorpion ist sehr, sehr stark hier. Schau mal bitte jetzt, Fische. Deine Legung ist nicht unbedingt so sehr kompliziert eigentlich. Schau mal, die Hohepriesterin und der Tod, die Karte der Tod. Die Hohepriesterin und die Karte der Tod. Fünfte Schwerter. Es gibt hier ein Geheimnis. Es ist ein Geheimnis hier. Und mein Gefühl ist, man verändert die Gedanken in dieser Situation. Also ich ändere meine Gedanken natürlich. Ja? Ich kann heute ja sagen und morgen sage ich nein. Und warum? Ja, weil ich einfach meine Gedanken verändere oder ändere. Ja, natürlich. Also ich kann ja entscheiden für mich, was ich will. Ja. Und ich kann mich irren und ich kann tausendmal eine andere Entscheidung treffen, wenn es mir passt, weil das ist, was ich will für mich. Und nochmals, ich kann mich ja irren, ja, aber ich kann meine Meinung ändern.
Ja, ich muss mich für nichts gezwungen fühlen. Also ich sehe hier eine Veränderung in deinen Gedanken, eine Transformation in dem, was du denkst über eine bestimmte Situation. Ich spüre hier eine Transformation, aber ich spüre hier auch, dass eine Person diese Situation verlässt. Also ich gehe tatsächlich. Ich habe hier überhaupt kein Interesse auf diese Situation. Gar kein Interesse. Fische, das Gefühl, was ich hier be bekomme bei dir, ist tatsächlich für eine Gruppe, weil wir wissen ja, wie das ist. Also wir bewegen uns nicht alle in der gleichen Zeit und wir haben nicht alle das gleiche Leben. Aber für eine Gruppe spüre ich hier schon ein Geheimnis und das hat schon mit Liebhabern zu tun. Also irgendwie Liebhabern sind hier, Dreierbeziehungen, solche Situationen sind hier und das spüre ich. Aber und deswegen, ich glaube, eine Gruppe wird sie schon in Resonanz kommen hier. Was ich aber denke, du siehst Sternzeichen Fische, Sternzeichen Skorpion. Was ich denke ist, jemand verändert die Gedanken hier über diese Situation. Also zum Beispiel, wenn ich bis jetzt damit einverstanden war, wenn ich bis jetzt ja meinen Spaß hatte und so weiter, jetzt ist es nicht mehr so. Ich will das nicht mehr haben. Ja. Warum? Gibt es gar kein Warum? Es ist einfach so. Ja. Wer, die Personen, die damit ein Problem haben, oder die Person, die damit ein Problem hat, ja, das ist nicht mein Problem. Ja, also, ich weiß, was ich möchte und was ich nicht mehr möchte. Und die Person, die damit ein Problem hat, dann ist das der, in, oder sie, ihre Sache. Also, es ist nicht mein Thema. Ja. Es gibt hier so eine Energie. Es gibt so eine Energie. Es gibt hier mehrere Beteiligte. Ne? Und ich sage dir eine Sache, Fische. Sogar wenn wir jetzt hier reden würden, dass das tatsächlich eine dritte Person und eine Dreierbeziehung ist, und das spricht für dich, wenn du in Resonanz kommst. Ne? Weil wenn nicht, ist das nicht für dich. Das sage ich dir aber auch. Aber wenn das jetzt der Fall ist, sogar die anderen Beteiligten wissen über dich schon Bescheid. Vorsichtig hier. Vorsichtig hier. Es lohnt sich nicht. Es lohnt sich nicht. Es lohnt sich nicht. Es gibt hier eine Person, die irgendwie nicht ehrlich ist. Eine Person, die lügt, nicht ehrlich ist. Und wie gesagt, nee, also vorsichtig mit dieser Energiefische. Bekomme ich überhaupt gar kein gutes Gefühl dabei. Und das sage ich dir aber auch. Ja. Fische, ich sehe eine Schwangerschaft. Ja. Und wenn du mir sagst, nein, nein, ich bin zu alt dafür, sogar du musst es aufpassen. Weißt du, so groß ist die Wahrscheinlichkeit hier, dass du schwanger werden kannst. Also so ungefähr, wenn du mir sagst, nein, nein, ich bin schon, was weiß ich, wie alt. Ja. Pass doch auf. Pass doch auf, weil das hier für mich ist eine Schwangerschaft. Aber wirklich sicher. Sicher. Ich spüre hier eine neue Situation eigentlich. Fische, ich habe extreme gemischte Gefühle hier. Weißt du warum? Weil ich sehe schon, ich könnte zum Beispiel, ich könnte zwei verschiedene Situationen sehen. Aber das habe ich auch in dieser Legung für Oktober gesagt. Und das sehe ich nämlich hier mit diesen zwei Schwertern. Denn das hier am Ende, die Kombination, die ich hier habe gerade, ist sehr schön. Also die Herrscherin plus die Karte, die Sonne, ist natürlich eine sehr schöne Kombination. Ja? Wir reden hier, wenn das jetzt für dich auch eine neue Person ist, also das ist einfach Glück, Glück pur. Man fühlt sich glücklich. Es ist einfach, ja, ich könnte auch einen Altersunterschied sehen, aber trotzdem, man fühlt sich glücklich, man ist fröhlich und ja, man genießt das Leben. Es ist eine schöne Energie hier. Ja, es kann nochmals mit einer neuen Person zu tun haben. Ja, ich könnte auch ein bisschen Konfrontation mit einem Kind von dir sehen, ne? Dass du irgendwie von einem Kind von dir dich ein bisschen Abstand nehmen musst. Oder irgendeine Konfrontation hier gibt.
Augenblick bitte. Augenblick. Ich habe meine Karten hier vergessen. Aus der Münze. Weißt du, ich spüre hier bei dir auch sehr viel Erfolg, Fische. Und Menschen sind halt neidig. Wie soll ich dir das sagen? Menschen sind neidig. Wir können es nicht ändern. Ja, auf den Würfel Nummer 1 nochmals. Genau wie beim Monat Oktober. Wow. Qué fuerte, oder? Also schau mal, für 7. Stäbe kam die Herrscherin nochmals um 4. Stäbe. Fische, ich sehe hier eine wichtige Situation für dich, die du feierst. Also 4. Stäbe zeigt sich ja zweimal für dich. 4. Stäbe, 4. Stäbe. Und begleitet mit der Herrscherin. Und das sogar zweimal. Man feiert hier eine bestimmte Situation. Ne? Hat das jetzt mit einer Schwangerschaft für dich, dass du schwanger tatsächlich bist? Du bist schwanger und du bist glücklich, natürlich. Ja? Also du bist schwanger und du bist glücklich. Heißt das für dich, hat das mit einer neuen Person in deinem Leben zu tun, dass du mit einer Person sogar dich verlobst? Es gibt hier eine Verlobung, es gibt hier eine Verlobung oder in manchen Fällen eine Heirat. Man heiratet hier. Gibt es hier eine Taufe? Fische, das ist die Herrscherin um 4. Stäbe. Und das ist eine sehr positive Kombination von Karten. Und das kam für die 7. Stäbe. Weißt du, was ich denke? Eine Entscheidung, die du triffst, werden anderen Menschen damit nicht einverstanden sein. Weißt du, was ich meine? Du triffst eine wichtige Entscheidung für dich und in dieser Entscheidung, die du triffst, werden Menschen, und ich denke sogar Menschen von deiner Familie, nicht damit einverstanden sein. Aber, tja. Fische, weißt du, welche Karten gekommen sind? Von meinem Deck kam diese hier, für mich ist das hier zweite Kelchchen. Das ist für mich ein zweite Kelchchen. Das ist nochmals dieses Gefühl von einer wichtigen Seelenverbindung. Und das habe ich hier bei dir. Ich habe eine wichtige Seelenverbindung. Dann, mein Gott, Fische, diese Person mit einem Baby. Fische, also, jetzt, aber jetzt ehrlich. Entweder willst du Papa, also du schwängerst, also eine Person wird schwanger durch dich, ja, du wirst Papa, du wirst schwanger, du wirst Mama, oder sonst einen Sohn von dir, also ein Sohn von dir, wird Papa oder eine Tochter wird Mama. Also ich meine, jetzt, hier ist etwas. Denn das ist doch nicht normal, oder? Schau mal. Das ist eine Schwangerschaft, das ist Babys. Okay. Oder sonst, die neue Person, die du kennenlernst, hat tatsächlich mit dir einen großen Altersunterschied. Und wenn das sogar das nicht der Fall ist, wir reden hier über eine neue Person. Fische, was ich hier auch spüre, ist, dass jemand ist, hier haben wir ja ein Geheimnis, das haben wir ja gesagt. Und
Eine Person, also zum Beispiel jetzt, du bist mit einer Person zusammen, die in einer Beziehung ist. Entweder bist du die Person, die in einer Beziehung ist, oder du bist mit einer Person, die in einer Beziehung ist. Und diese Person, wenn diese Person ein Mann ist, diese Person bekommt ein Baby von seiner Frau. Die nächste Karte, die bei mir kam, war Augen auf. Augen auf. Augen auf, weil egal wie das ist, hier gibt es Babys. Fische, egal wie, hier gibt es Babys. Ja, Augen auf, irgendwie. Und das Interessante ist, es kam nämlich auch mit Augen auf, kam so einen Vieh, also so einen Vieh halt. Für manche Menschen ist das natürlich eklig, nicht für alle Menschen, aber für manche. Man würde hier sagen, oh, wie eklig, ne? Ja, weil ich denke, weißt du, was ich denke? Wir haben hier eine Situation, die möglicherweise sogar eklig sein kann. Es handelt sich nur um Sex und jemand hat eine Person zu Hause schwanger. Rote Fahne. Fische. Ich habe die Karten für dich nicht ausgewählt. Das weißt du aber auch, oder? Denn es sind mehrere Karten, die. Also, ich habe die rote Fahne hier. Meine rote Fahne ist da. Also, es ist tatsächlich Augen auf. Sei vorsichtig. Augen auf. Sei vorsichtig. Die Situation ist eklig. Es bewirkt Karma. Und das ist schon mal sicher. Das kannst du mir glauben. Es bewirkt Karma und manche sind schon drin. Und die Person hier trägt eine Maske. Du wirst wissen, was das hier für dich heißt. Und schau mal, diese Zunge, ich meine, ja, also diese Zunge kann für manche nämlich auch eklig sein. Es kommt drauf an, ja. Also ich sehe hier eine Situation, ich weiß auch nicht, Fische. Mag ich kein bisschen, sage ich dir ganz ehrlich. Also von Osho 10 kam für dich die Karte Bewusstsein. Bewusstsein. Ich denke, du wirst ja schon in einer Situation bewusster, ne? Jemand ist hier doch sehr gut verheiratet und sehr gut sogar. Bewusstsein, die Karte Fühle. Ja, also Fühle und Bewusstsein. Eigentlich, Fische, in wenige Worte sage ich dir, dass möglicherweise die Situation, die wir hier haben für dich, du es gar nicht nötig hast. Du hast es gar nicht nötig. Ja? Du hast es gar nicht nötig. Weißt du, warum du es nicht nötig hast? Weil du tatsächlich wirklich die Herrscherin bist, egal ob du ein Mann bist oder eine Frau, du bist die Herrscherin. Du hast das hier gar nicht nötig. Nee, gar nicht nötig. Ne? Ich denke, man stellt sich hier auf eine klare Defensive. Ich meine, es ist egal, wie ich mir die Sache anschaue. Nochmals die Mäßigkeit. Fische, die Mäßigkeit zeigt sich bei dir. Momentan, auch in den Monat Oktober, ständig die Mäßigkeit, ständig. Sprichst du über Zeit, über Geduld? Ja? Ja. Eine Situation wird hier einfach zu viel. Ja? Nochmals die Karte der Tod. Schau mal, die Karte der Tod und eine Königin der Kelche. Sternzeichen Skorpion, Krebs, Fische. Wasserelemente wie du. Wir reden hier über eine Transformation in der Energie. Also irgendwie
Fünfte Stäbe. Viele Stäbe in Fische. Ich spüre hier dieses Gefühl von viel Feuer, viel Feuer tatsächlich. Ich habe das Gefühl, eine Person ist extrem, extrem heiß auf dich. Extrem heiß auf dich. Ja. Aber diese Person ist in einer familiären Situation. Fünfte Stäbe. Fünfte Schwerter. Nochmals die Nummer 5, 5, 5. Also Fische, irgendwie müssen wir hier was machen, ja? Also es ist tatsächlich so. Denn eigentlich, es gibt was ganz anderes für dich. Ja, logisch. Ja, also schau mal, für die Herrscherin kam diese Kombination Ast der Schwerter und Puppe der Stäbe. Natürlich, Schluss damit. Schluss mit dieser Situation, Fische. Eine Situation, die dir gar nicht bringt. Und ich sage jetzt dir eine Sache. Solange du dich mit so einem Kindergarten oder einem Kind dich beschäftigst, du verzogest die Energie. Deine Energie verzogert sich, solange du in so einer Situation bleibst. Du bestimmst tatsächlich, du bestimmst deine Zeit, du bestimmst dein Leben. Dein Schicksal für dich ist eigentlich schon geschrieben, also es gibt schon eine Bestimmung für dich. Aber du verzogest diese Situation mit deinen Taten. Wenn du dich in so einem Verhältnis irgendwie ablenken lässt, ja, wenn du dich da hier ablenken lässt, sowieso bringt ja sowieso gar nichts für dich. Es wird dir nichts bringen und du verzogest das, was wirklich für dich kommen soll. Du verzogest die Energie. Ja? Denn das ist, was ich denke. Das ist, was ich denke. Man macht hier einen Schluss. Man macht hier einen Schluss, einfach so. Einfach so. Einfach so. Die Energie irritiert mich schon ein bisschen, wenn ich dir ehrlich bin, tatsächlich. Schau mal, von diesem Orakel kam für dich, die Lösungen kommen. Also, ja. Lösungen kommen, ja. Und die hinteren Deck, was, wo, ja, wovon musst du dich distanzieren? Ja, was musst du von deinem Leben entfernen? Was musst du loslassen? Ja, was musst du loslassen? Was ist das, was du loslassen musst? Dann, abnehmender Halbmond in den Zwillingen, leere deinen Geist. Leere deinen Geist. Gönne dir eine Pause und gib die Kontrolle auf. Ja. Leere deinen Geist, gönne dir eine Pause. Ich glaube, das ist das hier. Gönne dir eine Pause. Ja, also habe Spaß mit deiner Familie, mit dem, was du machst, was du arbeitest, treibe Sport. Ja, also genau. Und ja. Und distanziere dich von Situationen oder Personen, die dir nichts bringen. Nichts bringen. Eine Person hier besteht ziemlich darauf. Es kann sein, dass die Person dich sehen möchte. Diese Person möchte dich sehen. Diese Person wird einfach extrem darauf bestehen. Ja, aber Fische, die Energie hier, die ich hier habe, ist dubios. Ja? Ich weiß auch nicht, was das ist. Ich denke, du stellst dich auf eine klare Defensive und bleibst für dich zu Hause mit deinen Kindern, deiner Familie oder die Menschen, die du halt in deiner Nähe hast. Und ja, du passt auf dich auf, du treibst mehr Sport, du bist in deiner Selbstliebe, du weißt, dass du niemanden brauchst und das verstärkt deine Person. Das verstärkt hier deine Person, weil tatsächlich gibt es hier einen
Abstand. Ich distanziere mich. Fische, das ist die Energie, die wir hier haben für kommende Woche. Ich weiß nicht, was das tatsächlich sein soll. Obwohl ich denke, du weißt das schon. Wir reden hier über mehrere Situationen. Die Optionen sind da, mehrere Menschen sind da. Und gönne dir eine Pause. Tatsächlich, gönne dir eine Pause. Also Fische, das ist die Energie für kommende Woche. Ich danke dir für deine Likes, für deine Abos und bis bald. Tschüss.